Roman Neustädter, es wurde angekündigt, dass angeblich die Zügel ein bisschen angezogen werden im Training. Merkt man da schon was von? Ja, wir trainieren immer hart jetzt, auch wenn wir gewinnen oder verlieren. Wir wissen, dass wir immer an uns arbeiten müssen und da wir jetzt am Wochenende verloren haben, umso mehr. Und deswegen, das gehört dazu. Und wir müssen uns jetzt wieder die 3 Punkte in den nächsten Spielen wieder hart erarbeiten. Und da legen wir jetzt alles dran und müssen tun. Wie sehen so Strafen aus? Das sind keine Strafen, das sind ganz normale Einheiten, viele, viele kleine Spiele, viele Zweikämpfe mit drin und viele, wie gesagt, auch Spiele ohne Ball, dass man sich viel bewegt ohne Ball und viel die Bälle fordert und eigentlich mehr spielen als sozusagen Strafen. Jetzt gab es nicht nur Kritik seitens der Medien, sondern auch viel von den Fans. Ich habe auch auf den verschiedenen Facebook-Seiten, auch auf Ihrer Facebook-Seite, haben natürlich auch viele Fans den Frust auch freien Lauf gelassen. Wie nimmt man als Spieler sowas auf? Ja, ich glaube, das gehört dazu, das ist völlig normal. Wir sind selbst genauso frustriert gewesen wie die Fans. Nicht nur, es ist nicht so, dass wir uns darüber freuen, dass wir verloren haben, sondern wir sehen das genauso wie die Fans. Und jetzt geht es, wir stehen jetzt in der Pflicht als Mannschaft, als Verein, wieder da rauszukommen, wo wir uns reingeritten haben. Und da, glaube ich, werden wir alle an einem Strang ziehen. Christian Fuchs hat bei der österreichischen Nationalmannschaft gesagt, er fühlt sich nach seiner Leistung in seiner Ehre gepackt. Er muss jetzt noch mehr kämpfen. Wie ist das bei Ihnen auch? Sie haben sehr, 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 sehr stark begonnen in dieser Saison, hatten dann aber auch nach dem Länderspiel komischerweise auch einen Hänger. Gibt es da auch so ein bisschen Selbstzweifel, ein bisschen Selbstkritik? Ja, ich glaube Selbstkritik nicht, sondern man macht sich schon natürlich seine Gedanken. Aber ich glaube, dass wir am ehesten da als Mannschaft wieder rauskommen. Und wenn jeder Einzelne wieder das macht, was er davor gemacht hat, wenn jeder wieder das zeigt, was er kann und 90 Minuten lang voll konzentriert ist, dann glaube ich, dass wir da auch schnellstmöglich zusammen wieder rauskommen werden. Jetzt hat Jens Keller, als er angefangen hat auf Schalke, gesagt, er möchte seinen Fußball spielen. Wenn man jetzt mal die Spiele sich anschaut, die letzten 5, da sieht man auf dem Platz beim Spiel keine großen Veränderungen. Vielleicht beim Training, aber auf dem Platz noch nicht. Wieso klappt das noch nicht? Wieso kann das noch nicht umgesetzt werden? Ja, so lange ist er ja noch nicht Trainer bei uns und ich glaube, er hat viel zu tun. Wir haben in der Vorbereitung sehr viel gearbeitet, was im Taktischen angeht, was im Spielaufbau angeht. Und natürlich ist auch klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen oder in 2 Wochen alles fruchtet und es braucht alles seine Zeit. Und wir merken aber, glaube ich, als Spieler selbst, dass es immer besser wird von Spiel zu Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht oder nicht, aber wir als Spieler merken, dass immer mehr Automatismen greifen, die wir im Training einstudieren. Und so ist zum Beispiel bei den Standards, dass wir, ich glaube, alle Standards von uns sind immer gefährlich. Und das sind zwar Kleinigkeiten, aber das sind Sachen, wo wir drauf aufbauen. Und da geht es jetzt auch weiter, dass wir besseren Fußball spielen. Ist das dann jetzt gut, dass man ausgerechnet in der Situation in Bayern spielt? Ich glaube, Timo Hildebrand hat gestern gesagt, der Druck ist da jetzt gar nicht so groß, weil es erwartet jetzt eh keiner von uns, dass wir da gewinnen. Ja, ich glaube, wir können befreit aufspielen. Natürlich werden wir nicht blind nach vorne rennen, sondern wir haben, glaube ich, aus dem Vorbereitungsspiel gelernt und werden uns jetzt voll konzentrieren, da nicht so, was heißt untergehen, aber wir haben wirklich, wie Timo sagt, nicht zu verlieren, sondern wir können befreit aufspielen und auf jeden Fall ist wichtig, dass wir mutig spielen werden, dass wir uns auch nach vorne trauen und nicht einfach nur hoffen, dass wir keine Tore kassieren. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, das Testspiel in Katar. Wie sehr spukt das denn noch, das 0:5 in den Köpfen rum? Ich glaube, das spukt nicht rum, sondern wir haben daraus gelernt, hoffe ich, und das werden wir dann versuchen, am Samstag zu zeigen. Kann man überhaupt gegen die Bayern derzeit gewinnen? Man hat auch gesehen, dass Fürth bei uns zu Hause gewinnen kann und Fußball ist alles möglich.